Ja, 1974 gab es also eine Sendung im deutschen Fernsehen. Und in diese Sendung bin ich zufällig, wie man sagt, hineingeraten. Der Hauptsprecher war Jörgensson aus Schweden, also wie man dann sagt, einer der Pioniere dieses Tonbandstimmphänomens. Und dann gab es den Professor Bender und den Professor Resch und dann gab es noch Leute von der journalistischen Seite her. Und es gab eine heftige Diskussion darüber, ob nun überhaupt solche Stimmen existieren oder nicht. Und die Beispiele, die der Herr Jörgensson vorführte, die waren, naja, nicht sehr überzeugend, muss ich sagen. Aber der Professor Bender hat sich sehr zurückgehalten mit seinem Urteil, wogegen die anderen ihn alle niedergemacht haben. Und das hat mir persönlich nicht gefallen, weil ich von dem Herrn Jörgensson einen sehr guten persönlichen Eindruck hatte. Und dann bin ich also, wie man so sagt, schwanger gegangen mit der Idee, dasselbe auszuprobieren. Und damit habe ich etwa 2 Jahre gewartet. Ich hatte ja eine Familie hier schon mit Kindern, 5 Kinder und meine Frau und meine Mutter im Haushalt, also mit 8 Personen und dann meine dienstlichen Verpflichtungen in Bingen an der Ingenieurschule. Und dann habe ich mich Weihnachten 1976 hingesetzt und habe gesagt, du musst das selber ausprobieren. Die einen sagen, es gibt die Stimmen, die anderen sagen, es gibt sie nicht. Wenn es sie dann gibt, dann ist das eine Anomalie oder wie man es nennt, etwas Außergewöhnliches. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich beim zweiten Versuch tatsächlich Stimmen drauf gehabt, die ungerufen sagten, ich habe niemanden persönlich angesprochen, sondern einfach nur ins Blaue hinein, die sagten, ja, wir sind die Toten dem Sinne nach oder tote Menschen und wir können denken und dürfen sprechen. Und ich muss sagen, das hat mich also etwas beeindruckt, weil ich damit eigentlich nicht gerechnet hatte. Ich war also sehr skeptisch und ich habe das dann fortgesetzt und das war eigentlich der Anfang. Und was mich dann überzeugt hat, waren 2 weitere Ereignisse. Das eine dann am 14. Januar 1977, als ich wiederum ungerufen die Stimme meines Vaters drauf hatte im ostpreußischen Dialekt und der mich also mit meinem vollen Vornamen angesprochen hat und mit meinem Kosenamen. Er nannte mich, wie ich klein war, so Pumuckl. Und die Stimme war unverkennbar und es hat mich sehr beeindruckt. Und 14 Tage später etwa haben wir eine Aufnahme gemacht hier im Beisein von Fremden, von Zeugen, die das nun gerne mal miterleben wollten. Und da kam dann eine direkte Stimme hier von den Geräten, die sich bezog auf ein Ereignis, das 1 Stunde später in Berlin stattfand, bei Verwandten. Ging um die Geburt eines Kindes. Es war also einfach eine Zeitüberschreitung, auf die auch hingewiesen wurde mit einem Satz, den der Sprecher da, wer auch immer, sagte, hier spielen Computer zurück. Und damals habe ich das natürlich nicht so einordnen können wie heute, aber die Zeitverhältnisse, die wir hier haben, die sogenannte lineare Zeit mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das ist ja unser Wachbewusstseinszustand. Und man kommt dann später dazu, dass man sich sagt, im Grunde genommen haben wir eigentlich immer nur die Gegenwart. Und es mag andere Bereiche geben, einen Informationsraum außerhalb von Raum und Zeit, in dem unsere Zeitverhältnisse eben keine Gültigkeit haben und wo also eigentlich alles vorhanden ist, unabhängig davon, wie wir das einordnen. Das ist so ungefähr der Beginn meiner Tätigkeit. Ja, nun, das sind ja 2 Perspektiven oder 2 Aspekte. Als Physiker muss ich sagen, es ist zunächst mal eine Anomalie, weil wir keinerlei energetischen Träger finden, der uns die Existenz dieser Stimmen erklären könnte oder sie einordnen lassen könnte in den normalen wissenschaftlichen Rahmen. Es ist also etwas Außergewöhnliches oder es ist eine Anomalie. Es gehört eigentlich in den größeren Bereich der Paraphysik hinein oder Paranormologie, wie der Professor Resch gerne sagt, weil es verstößt gegen gewisse Normen, die wir innerhalb der letzten paar hundert Jahre, wir, also die Menschheit im Westen hier, aufgebaut hat. Und jetzt passiert etwas, was eigentlich gar nicht passieren dürfte. Man sieht also keine Ursache. Das ist die eher wissenschaftliche Komponente oder die technische Komponente. Die zweite ist natürlich die, dass man, hast du angesprochen, die Sache menschlich betrachtet, vom Menschheitlichen her. Und da glaube ich persönlich, dass es wichtig ist,
es als Hinweis zu nehmen, nicht als Beweis, aber als Hinweis, wie die Engländer sagen, es ist kein Proof, sondern es ist etwas, was eben einfach ein Hinweis gibt, und man kann das als Indizienbeweis natürlich betrachten, daraufhin, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Und für viele Menschen in jetzt etwa 20 Ländern sind die einfachen Versuche, die da durchgeführt werden, also der Versuch, eben solche Stimmen auf Tonband aufzuzeichnen. Und wenn sie dann etwas bekommen, was man einigermaßen verifizieren kann, was also nicht in den Bereich der Illusionen oder der Halluzinationen fällt, dann muss man sagen, dass viele Leute daraus auch einen Trost entnehmen, wenn sie eine Meldung eines verstorbenen Angehörigen oder eines geliebten Menschen da auf dem Band hören. Also die menschliche Seite trifft eigentlich eins der Grundprobleme unserer Existenz. Wir sind hier, wir wissen nicht, woher wir kommen, wir wissen nicht eigentlich genauer, wohin wir gehen, aber wir können diese Indizien als Stütze nehmen für die Hoffnung, dass das Leben weitergeht. Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja am Anfang die Ansicht gehabt, nicht nur ich, sondern schon Jürgenson, also lange vor mir, in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre, es ist ein technischer Vorgang. Und nun sind Versuche gemacht worden, schon relativ früh in England, in sogenannten Faraday-Käfigen. Das sind also abgeschirmte Räume, in die elektromagnetische Wellen nicht eindringen können. Die Versuche sind gemacht worden im Beisein von Raudive, Konstantin Raudive. Das ist also neben Jürgenson der zweite Pionier dieses Tonbandstimmphänomens. Und die Stimmen sind aufgetreten unter den Augen und im Beisein der Techniker, die als die Spitzen Abschirmtechniker vom Geheimdienst, vom Militär und so weiter gegolten haben damals. Diese Leute haben klipp und klar erklärt in Anführungsstrichen, sie können es eben nicht erklären. Das ist also ein Phänomen, das außerhalb der Physik liegt. Und wie wir die Physik kennen, ist es augenscheinlich auch gar kein energetisches Phänomen, sonst würde man ja etwa elektromagnetische Wellen oder irgendetwas nachweisen können. Mechanische Schwingungen sind es dann auch nicht. Und man hat unter diesen kontrollierten Bedingungen damals etwa 20, 30 Stimmen aufgenommen, die dazu geführt haben, dass die Sponsoren gesagt haben, eins der Bücher vom Raudive wird ins Englische übersetzt und damit der ganzen angloamerikanischen Welt auch zugänglich gemacht. Und was braucht man nun dazu? Selbst Jürgenson hat später erklärt, auch er war sich seiner Sache nicht sicher. Und es scheint so, dass eine gewisse Medialität des Experimentators oder ich sage auch lieber Operator, der also hier die Geräte bedient, dass eine gewisse Medialität vorhanden sein muss, die aber vermutlich jeder Mensch hat, weil er als Geistwesen ja nicht nur aus dem Körper und so etwas besteht, rein materielle Strukturen, sondern weil er möglicherweise eine Seele und einen Geist hat, die man schlecht definieren kann. Aber mit diesen Fähigkeiten hängt die Verwirklichung der Stimmen zusammen. Das heißt, es ist eben kein rein technisches Phänomen, sondern das Phänomen ist gebunden an den Experimentator. Ich selbst habe einen Versuch gemacht, weil ich damals auch so dachte, auf der Basis von Technik und von Physik. Ich habe das Haus verlassen, niemand war hier. Ich habe die Anlage eingeschaltet und bin einen Kilometer etwa weggegangen, wieder zurückgekommen und finde auf dem Band eine einzige klare Stimme. Für wen hat diese Sendung eine Bedeutung? Das heißt, es ist eben nicht nur die Einbindung des Experimentators im Sinne der Psychophysik, eine Kopplung also zwischen dem lebenden Menschen und den Geräten, sondern möglicherweise eben von anderen Instanzen, seien es Verstorbene, eventuell auch Außerirdische, das weiß man ja nicht, wir haben da keinen Fingerabdruck. Und wenn die Stimmen ähnlich sind, dann kann man sagen, gut, es ist ein Hinweis darauf, der Betreffende spricht jetzt so wie zu Lebzeiten, aber man darf nicht vergessen, dass es immer durch das Medium hindurchgeht und das Medium ist kein 1:1 Übersetzer, sondern es ist ein aktiver Übersetzer, der von sich aus Gedanken und Gefühle mit in das, was da auf dem Band erscheint, hineinbringt. Ich glaube ja. Schau mal,
Der Eccles, Nobelpreisträger, ja, hat ein Buch geschrieben, dem Sinn nach, dem Titel nach etwa, wie der Geist das Gehirn steuert. Und die haben damals eine Rechnung aufgestellt, nicht er selber, er war ja kein Physiker und kein Techniker, aber sie haben also mit einem Team quantentheoretisch nachgeschaut. Und in der Quantentheorie ist es so, dass man von Statistik und von Wahrscheinlichkeiten und im Grunde genommen von Rauschen spricht. Wir haben also ein Untergrundrauschen, das ist einfach irgendwie da. Und was wir tun mit unserem Gehirn, möglicherweise nicht unser eigener Wille, sondern auch wieder gesteuert, das weiß man ja nicht, beeinflusst mit irgendwelchen Impulsen aus diesem Informationsraum heraus, das ist aus dem Rauschen Information herauszuziehen. Im Rauschen wäre dann in diesem Sinne alles Mögliche drin. Ja, das Rauschen ist in unserem Bereich auch ein energetischer Inhalt, aber die Steuerung dieses Rauschens erfolgt nicht energetisch, sondern durch das Verändern von Wahrscheinlichkeiten. Und das sind dann Informationsfelder, so ähnlich wie auch Herr Sheldrake das dargestellt hat, mit seinen morphogenetischen oder morphischen Feldern, die nun nicht energetisch aus anderen raumzeitlichen oder nicht raumzeitlichen Bereichen das Geschehen hier auf der Erde steuern, und zwar auch mit Hilfe der Vorgänge, die in unserem Gehirn stattfinden. Es ist also sicher nicht so, dass unser Gehirn etwa irgendwelche Kunstwerke produzieren kann, sei oder Erfindungen entdecken kann. Ja, entdecken. Da ist etwas zugedeckt und es wird aufgedeckt. Oder es ist eine Kreativität, eine Schöpferkraft. So erscheint es uns. Aber viele Künstler und vor allen Dingen auch die Musiker haben immer wieder betont, dass es Inspirationen sind. Es ist also Information oder es sind irgendwelche Daten, Musikstücke, wie auch immer, die aus anderen Bereichen kommen. Und die Betreffenden sagen, ja, ich bin eigentlich nur, das Wort wird in dem Zusammenhang nicht benutzt, aber ich bin eigentlich nur ein Medium, ich bin eigentlich nur ein Vermittler, der das, was mir eingegeben wird oder wie ich beeinflusst werde, umsetzt in Sprache oder Musik oder Gemälde oder was auch immer. Ja, nun, Burkhard Heim hilft uns natürlich in gewisser Weise dadurch, dass er in der ersten Form seiner Theorie mit sechs Dimensionen gearbeitet hat. Und später ist diese Theorie dann durch Zusammenarbeit mit einem Mann aus Österreich, mit einem gewissen Herrn Dröscher, ist auf 12 Dimensionen erweitert worden. Wovon nun Heim sehr vorsichtig gesagt hat, die höheren Dimensionen, also die oberen 4, 12, 11, 10, 9, die lassen sich semantisch, das heißt von der Bedeutung her, überhaupt nicht zu fassen kriegen. Es sind mathematische Strukturen hoher Symmetrie und sie bezeichnen die scherzhaft als GAB, Gott allein bekannt. Ja? Wir haben da keinen Zugang. Dagegen bis zur 6. beziehungsweise mit der 7. und der 8. diese Dimensionen, die lassen sich outdeuten. Da sind also 3 Dimensionen unsere normale räumliche. Die 4. Dimension geht abgewandelt ins Imaginäre, also ins Vorstellmäßige, ist der Zeit zugeordnet. Und dann haben wir 2, die liegen im Bereich der Informationen, würde man einfach sagen. Und die Steuerung in unserem System erfolgt über die Zeit. Da gibt es auch andere Ansätze, die dem ähnlich sind, aber die Zeit steckt dazwischen. Und wenn wir jetzt fragen, woher kommen denn die oder wo sind die, dann ist diese Frage eigentlich nicht zulässig. Die ist eigentlich unsinnig. Das ist außerraumzeitlich. Ich habe eine Stimme natürlich, die ist bei einem Herrn König aufgetreten. Er fragt, ja, wo bist du denn, wo befindest du dich, seine Gesprächspartnerin. Und es gibt kein Wo, beziehungsweise Entfernungen gibt es nicht. Das bezieht sich jetzt auf den Raum. Und es gibt andere Aussagen, auch auf diesen Bändern oder bei den Durchsagen, die auch über die Lautsprecher kommen und so weiter. Zeit ist nicht vorhanden. Und das enthebt uns der Frage. Und das Interessante ist nun, wenn man das weiterdenkt, leben wir ja in der Zeit verbunden, eng verbunden mit der sogenannten Kausalität. Das heißt mit dem Prinzip von Ursache und Wirkung.
Wenn wir eine Wirkung beobachten, dann führen wir sie zurück auf die vergangene Ursache. Und umgekehrt. Wir sagen, wir setzen eine Ursache und wir beobachten dann die Wirkung. Das ist ein Zeitablauf, linear, monokausal, von einer Bedingung her. Inzwischen stellt die Wissenschaft fest, anlässlich der Komplexität der Systeme, mit der wir es heutzutage zu tun haben, in der Wissenschaft, in der Politik, wo auch immer, dass diese Zusammenhänge viel komplexer sind. Und die Schwierigkeit ist jetzt zu sagen, wir führen eine bestimmte Erscheinung, die wir beobachten, zum Beispiel eine Stimme, ja, oder auch ein Bild auf dem Fernseher, was doch nicht hingehört. Wir führen das oder versuchen das zurückzuführen auf eine Ursache. Und das funktioniert nicht. Sondern wir haben gelernt oder glauben gelernt zu haben, dass in diesem Informationsfeld alles miteinander verknüpft ist. Nun kann man fragen, ja warum? Wir fragen ja immer noch wieder, warum oder wie kommt es zustande? Bei Heim heißt es dann, es hängt damit zusammen, dass die Muster, die da verknüpft werden, hinreichend ähnlich sind. Das heißt also, ich habe ein Muster, ich sage jetzt mal salopp im Jenseits, und ich habe ein Muster hier auf der Erde. Und ich bringe diese Muster bis zu einem gewissen Grade in Übereinstimmung, und das bezeichne ich jetzt als Kommunikation. Das heißt, wir haben im Grunde genommen immer eine Wechselwirkung, und diese Fragen nach dem Wo und dem Wann und nach der Ursache und nach der Wirkung sind im Grunde genommen für die Katz. Ja, nun, persönliche Erfahrungen habe ich eigentlich nicht. Ich habe bei anderen Experimentatoren natürlich miterlebt, dass sich da irgendwelche Gruppen melden mit mehr oder weniger Fantasienamen, mit denen wir gar nichts anfangen können oder die man vielleicht im Falle einer Gruppe, die sich als 2009 bezeichnet hat, die auch anderswo aufgetreten ist, dass man sagt, gut, wir versuchen also diese 2009, diese Zahl als Jahreszahl zu interpretieren und zu sagen, die kommen aus unserer Zukunft. Darauf gibt es dann wieder Hinweise wegen der Zeitlosigkeit, dass die von drüben sagen, naja, wenn ihr mit uns in Kontakt kommen wollt, dann müsst ihr von euch ausgesehen, also von der menschlichen Seite ausgesehen, in die Zukunft bewegen und wir müssen uns aus unserer Zeit gesehen rückwärts bewegen. In eure Zeit hinein, denn ihr seid ja für uns Vergangenheit. Und diese Aussagen kommen eher von nicht verstorbenen Menschen, sondern eher von Wesenheiten, die wir nicht näher einordnen können. Dazu gehören zum Beispiel auch die von dir angesprochenen Parallelwelten. Also die Parallelwelten sind auch bei Heim vorhanden. Er spricht dann von Parallelräumen, weil wenn ich ein höheres System habe mit mehr Dimensionen, dann kann ich natürlich mehrere Gruppen herausgreifen und die dann als parallel bezeichnen, im übertragenen Sinne. Also stellen wir uns mal vor, ich habe einen Stapel Papier. Und diese einzelnen Papierbögen oder Blätter sind zweidimensional. Und jetzt stapel ich die aufeinander, dann habe ich ein dreidimensionales Gebilde und da habe ich viele von diesen Blättern drin liegen. Die kann ich mir dann auswählen eventuell. Durch einen Heim spricht dann von einem Selektor, also einem auswählenden Prinzip. Und da kann ich sagen, ich will jetzt die Raumzeit Nummer 3,5 haben oder was weiß ich, oder 7,8. Und die ziehe ich mir raus. Dass diese Parallelwelten aber nun belebt sein sollen oder dass es Wesenheiten gibt, die sich so darstellen, das ist mehr oder weniger eine reine Glaubenssache. Ich meine, ich kann, wenn ich diese Basis annehme, etwa bei Heim oder auch bei anderen Physikern natürlich oder bei anderen guten Wissenschaftsjournalisten, die das alles diskutiert haben, dann spielt das schon eine Rolle, ich kann mir vorstellen. Auf der anderen Seite kann ich auch sagen, wir beide, du und ich leben schon in Parallelwelten. Denn deine Struktur, angepasst auf die Umgebung hier, ist nicht und niemals identisch mit meiner Struktur. Also es kommt auf das Bewusstsein an, in welche Weise orientiert sich das Bewusstsein, wohin lege ich die Fokussierung oder die Konzentration meines Bewusstseins. Und am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass was wir so als parallele Welten oder als Außerirdische oder sonst etwas bezeichnen, dass das andere Strukturen sind unseres eigenen Bewusstseins. Wir kommen ja aus unserem eigenen Bewusstsein gar nicht raus. Und wenn wir irgendwas träumen und wir sind vielleicht in anderen
Räumen oder in anderen Zeiten dort während des Traumes, dann haben wir das vergessen und wir können es nicht einordnen. Es bleiben gewisse Reste, aber wir wissen nicht, das einzuordnen und wir können es also auch nicht, wir können es nicht greifen. Und das ist eigentlich etwas, was den Experimentalphysiker so wie mich, was mich ärgert im Grunde genommen. Es stört mich, ja. Und die Ansätze, die wir machen, um unser System an den Grenzen zu erweitern, die kranken an Folgendem. Ich kann aus einem begrenzten System nur sehr schwer raus in ein breiteres oder weiteres System. Andersherum ist es natürlich leichter. Wenn ich mir also einen großen Trichter vorstelle und oben sitzt das erweiterte System, dann sitze ich unten an dem Auslauf von dem Trichter mit meinem begrenzten Gehirn, mit meinen begrenzten Fähigkeiten. Und wenn die oben ein großes Bündel Heu reinschmeißen, dann kommt bei mir ein Heuhalm unten raus. Und das ist unsere Begrenzung und damit werden wir noch einige Zeit leben müssen und zu kämpfen haben, in Anführungsstrichen. Ja, nun, also, wir haben ja über Heim kurz gesprochen. Bei Heim ist es, wie ich sagte, in einem höheren System mit mehr Dimensionen natürlich möglich, dass ich verschiedene Raumzeitsysteme irgendwie da drin unterbringe. Wie auch immer. Ja, für uns nicht direkt zugänglich, aber vielleicht an den Grenzen eben, man guckt mal ein, macht einen kleinen Blick hinein, schauen wir mal. Ne? Aber ansonsten ist es eben so, dass bei vielen Experimentatoren, also sowohl bei dem Hans-Otto König hier in Deutschland, auch bei dem Holmes, auch bei den Luxemburgern, diese Frage mit parallelen Welten immer wieder angesprochen wurde. Und da kommt natürlich ein Gedanke hinein, den wir bis jetzt noch nicht berührt haben. Das ist der Gedanke an die sogenannte Reinkarnation. Nicht? Das ist ja eine Vorstellung, die auch nicht sehr einheitlich ist, aber verschiedene Versionen beinhaltet, von den verschiedenen Religionen her, von den Ländern her, Indien und so weiter. Und dass man natürlich sagen kann, das ist eigentlich eine Sprechweise, die ich persönlich vorziehe und schätze, die sogenannten reinkarnativen Zyklen, die wir haben, die ja dann in der Vergangenheit von uns aus gesehen liegen, müssten oder sollten oder könnten, dass wir die als parallele Welten auch definieren können. Die sind parallel und es gibt mal ein sehr schönes Beispiel, das ist bei dem Medium Harald Westbecher gekommen. Da hat eine Jenseitswesenheit, die sich als Harald II bezeichnet, gesagt, gut, Leute, stellt euch mal vor, ihr sitzt in einem großen Kinosaal und da laufen verschiedene Filme gleichzeitig nebeneinander. Jeder Film läuft in einer bestimmten Farbe und ihr habt verschiedene Brillen zur Verfügung. Und wenn ihr jetzt die rote Brille aufsetzt, dann seht ihr alles, was in dem roten Film ist. Und wenn ihr die grüne aufsetzt und so weiter und so weiter. Ihr seht also je nach der Brille, die ihr aufsetzt, das heißt nach dem Bewusstseinszustand, den ihr annehmt oder auf den ihr euch konzentriert, einen bestimmten Film. Aber die laufen alle parallel. Die sind alle gleichzeitig da, wenn man so will. Und da kommen wir ins Schleudern natürlich. Denn wenn die Filme laufen, was heißt dann gleichzeitig? Die laufen ja. Aber das ist unsere Erfahrung. In Wirklichkeit sind sie einfach vorhanden. So, und dann sagt der Harald II, also diese Jenseitswesenheit, und dann stellt euch vor, die Filme sind zu Ende gelaufen und ihr verlasst das Kino. Und dann wird euch klar, dass das alles nur Illusionen sind und alles nur, ja, Welten von Welten und in Welten, die miteinander auch in Verbindung stehen. Es gibt auch sowas wie Übersprechen von der einen in die andere. Das sind dann diese reinkarnativen Erinnerungen, die man in Trance oder in Hypnose oder so hervorrufen kann. Also ich kann nicht mehr sagen, als dass diese Wesenheiten, die ich bei anderen wahrgenommen habe oder die Aufnahmen habe, Computerausdrucke und so weiter, dass die keine Möglichkeit haben, ihre Bewusstseinszustände direkt in unseren Bewusstseinszustand mit Hilfe auch des Experimentators, des Mediums zu übersetzen. Das geht einfach nicht. Es ist einfach anders. Und schon der Begriff der verstorbenen Menschen, die waren mal Menschen, aber schau, Menschen hier auf der Erde sind behaftet mit einem schweren Körper. Und wenn man die Aussagen von den Jenseitigen, also den sogenannten Verstorbenen, nimmt, dann sagen die ja auch, ja, wir haben noch einen Körper. Der Körper ist leichter und er ist variabel und wir haben alles, was wir uns vorstellen. Wir können sagen, wir wollen schöne Kleider haben oder hässliche Kleider. Das können wir machen, wie wir wollen. Wir können also die Universitäten dort drüben besuchen. Alles, alles, alles ist da. Wunderbar. Aber eigentlich sind sie ja nicht mehr Menschen in unserem Sinne. Ich habe selbst eine Aufnahme
gemacht, Tonbandstimmen, wo eine etwas klagende Stimme auf meine Anfrage antwortet, wir sind doch noch Menschen. Wir sind doch noch Menschen. Das heißt, sie fühlen sich als Menschen, aber in dem Moment, wo ich keinen schweren Körper mehr habe, bin ich eigentlich kein Mensch mehr. Und wenn man mit einem Modell arbeitet, nachdem es in dem Jenseits verschiedene Stufen gibt oder Ebenen, das wird ja immer wieder von den Esoterikern angesprochen, und man geht dann in Anführungsstrichen wieder nach oben, in die höheren Bereiche, dann wird dieser Körper, feinstoffliche Körper, ich weiß nicht, was das sein soll als Physiker, kann ich da nichts drunter vorstellen, dann wird dieser Körper abgelegt und es sind rein geistige Strukturen. Und ich habe also über ein Medium mit meiner Frau mich längere Zeit unterhalten, genau in diesem Punkt gesagt, ist es doch gar nicht berechtigt, dass ich dich überhaupt noch als Mensch bezeichne. Die Antwort war ja, ich bin in dem Sinne kein Mensch mehr. Ich habe also auch nicht mehr einen geistigen Körper in dem Sinne, wie die Verstorbenen ihn haben, in den unteren Bezirken, Astralwelten oder so. Nein, ich bin ein reines Geistwesen. Aber das nun zu beschreiben, ja, wir sind in Gruppen zusammen. Ja, wie sind die Gruppen zusammengesetzt? Die Gruppen sind harmonisch zusammengesetzt. Das heißt, sie haben nicht diese Hau- und Steckstrukturen, die wir hier auf der Erde kennen und die mit unserem Körper natürlich mit den Notwendigkeiten zusammenhängt, zu leben einfach, Materie zu haben, also Nahrung zu haben, Bekleidung zu haben, ein Dach über dem Kopf, wie man sagt. Das fällt ja alles weg dann. Und sich vorzustellen, wie denn eine Bewusstseinsstruktur aussieht, die unsere Sequenzen nicht mehr hat, Ursache und Wirkung und Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das wird von Ihnen aus beantwortet, ja, wir können euch das nicht mitteilen. Es dreht sich eigentlich nur darum, dass wir, aus welchen Gründen auch immer, aus dem Informationsfeld irgendetwas aktivieren. Da heißt es also, es ist doch eine gewisse, ja, wenn man sagt, wieder in unserem System gedacht, eine gewisse Aktivität ist nötig, aber warum und wie und ob das gesteuert wird, ob das freiwillig ist, ob wir überhaupt einen freien Willen haben, das bleibt alles offen. Wir können das nicht übersetzen. Und dieses Problem wird meines Erachtens von vielen Verfassern auch von Medien natürlich, viel zu sehr naiv dargestellt. Die übertragen dann ein bestimmtes Bild, was von drüben vermittelt wurde, auf die Gesamtheit, und das darf man nicht. Es sind punktuelle Mitteilungen und man muss versuchen, das zu globalisieren, wie das schöne Wort heute heißt, und erkennen, dass eine Aussage singulär sich nicht übertragen lässt auf die Gesamtheit. Und da schließt eben die Außerirdischen mit ein. Da wird es für uns schwierig, wenn man fragt, auch jetzt wieder über Medium gefragt, ja, wie ist es mit den Außerirdischen? Habt ihr die Verstorbenen zu denen Zugang? Dann sagen sie, ja, die können bei uns wahrgenommen werden. Sie versuchen uns in Anführungsstrichen zu studieren, wie ja auch behauptet wird, es welche Außerirdische hier unter uns auf der Erde sind, ja, verkleidet oder nicht für uns wahrnehmbar. Sie versuchen uns zu studieren, um selbst irgendetwas zu lernen. Und dieses Lernen kann man noch ein bisschen genauer einschränken oder definieren. Man kann sagen, diesen Wesen scheint das, was wir als menschliche Emotionen und als menschliches Ego bezeichnen, was hier erforderlich ist zum Leben bis zu einem gewissen Grade, dass denen das abgeht. Und sie verstehen überhaupt nicht mehr, wie einem Wesen zumute ist, das, wie wir gesagt haben, als halbtierisches Wesen durch unseren Körper mit diesen Emotionen behaftet ist. Und der Fortschritt in Anführungsstrichen drüben von den Verstorbenen wird verkoppelt mit dem Ablegen des Ego und mit dem Ablegen der Emotionen. Ja, das glaube ich schon. Ja, das System wird offener, noch offener. Auch wir machen uns im Grunde genommen nicht klar, dass wir selbst offene Systeme sind. Und wir sind so fasziniert und eingebunden in unser Alltagsleben, dass wir gar nicht dazu kommen, mit Ausnahmen, die Leute, die meditieren oder die vielleicht in die Wüste gehen und von Heuschrecken leben und so weiter. Wir kommen gar nicht dazu, in Ruhe diese Betrachtung anzustellen und uns klarzumachen, dass wir im Grunde genommen ein offenes System sind und dass wir im Grunde genommen prinzipiell eben auch den Zugang zu allem haben. Es ist im Grunde genommen alles vorhanden. Die Begrenzung liegt in unserem Gehirn und in unseren Programmierungen, die wir von klein auf
auf den Leib geschrieben bekommen oder eingetrichtert bekommen. Wenn Sie ein Baby betrachten oder wenn man ein Baby betrachtet, ja, das muss ja erst eingeführt werden. Und wie machen wir denn das? Wir zeigen dem Kind, und das ist die Mama und das Gesicht und die Stimmen und so weiter, wir zeigen dem Kind dann irgendein, was wir ein Objekt nennen, ja, zeigen wir ihm und das Kind muss wiederholen, Ball, Ball, Ball. Und am Ende wird ein ganzes Sprachsystem aufgebaut, so wie der gute Wittgenstein gesagt hat, meine Sprache ist meine Welt. Ja. Wir formen die Welt mit unserer Sprache. Und das Interessante ist, dass die Russen jetzt so weit sind, jedenfalls wird es behauptet. Ich meine, man muss da immer vorsichtig sein, weil wenn das über mehrere Vermittler geht, dann bleibt am Ende vom Anfang nicht viel über. Ja? Jedenfalls behaupten sie, man könnte sogar die Genetik, unsere menschliche Genetik, über die Sprache aktivieren in Bereiche hinein, die uns bisher normalerweise nicht zugänglich sind. Über die Sprache, weil die Sprache mit der Genetik eng verknüpft sei. Das heißt, die Genetik bestimmt natürlich nicht direkt, was in unserem Körper und so weiter bezieht, sondern die Genetik, also diese Strukturen da, DNS und DNA oder wie man sie nennt, das sind eigentlich Empfängersysteme, so ähnlich wie eine Violine oder irgendein Musikinstrument. Das Instrument liegt da, aber wenn niemand da ist, der auf dem Instrument spielt, ja, dann funktioniert nichts. Also es sind Ansteuerungsorgane, die halb materiell sind und halb eben aus den Informationsbereichen gesteuert werden. Naja, ich meine, der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande, nicht? Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil man ja in die Zukunft hineingreift und man kann allenfalls das, was man heute sieht, versuchen fortzusetzen. So, was sehen wir denn? Wir sehen nicht nur in der technischen und wissenschaftlichen Praxis, egal auf welchem Fachgebiet, wir sehen eine zunehmende Verknüpfung, sowohl innerlich, körperlich gesehen, auf den Menschen bezogen, als auch äußerlich in unserem Umfeld. Wir sehen eine zunehmende Verknüpfung zwischen der Psyche, dem Verhalten der Menschen und der Elektronik zunächst mal. So. Wenn wir mal die Quanten dahinter stehen lassen. Die Elektronik hat uns so weit abhängig gemacht heute über das Computerwesen, dass wir ohne im Westen hier nicht mehr existieren könnten. Man sieht das an ganz primitiven Beispielen. Ein Kabel zerreißt oder wird zerrissen durch einen Bagger und die Bank, die also nun das Geld rein und rausnehmen soll, nicht wahr, die funktioniert einfach nicht mehr. Es funktioniert nichts mehr. Also wenn wir heute auf diese elektronische Kommunikation verzichten müssten, würde unser System absolut zusammenbrechen. Nun kann man das von zwei Seiten sehen. Wir benutzen diese Geräte hilfsweise, und sie dienen uns, pflegt man zu sagen. Gleichzeitig sind wir aber diejenigen, die diese Geräte bedienen. Jetzt kehrt sich das um, weil es ja nur Wechselwirkungen gibt. Und man kann eigentlich heute schon vom gegenwärtigen Stand aus abschätzen, dass diese Verflechtung immer enger wird. Dieses Netz wird immer enger. Es wird praktisch von Tag zu Tag enger. Ja? Ob das jetzt GPS-System ist, ob das das Internet ist, es bildet sich so etwas ab, wie alles ist mit allem verknüpft. Deswegen auch die Schwierigkeiten, in diesen Systemen überhaupt noch Ordnung reinzukriegen. Schwierig. Gut. Und wenn man dann die Dinge versucht fortzusetzen in die Zukunft hinein, dann gibt es zum Beispiel Aussagen, die also von drüben in Anführungsstrichen kommen, wo es heißt, ja, die Menschheit wird sich also mit der Elektromagnetik identifizieren und am Ende stehen Wesen, die mit uns nicht mehr viel gemeinsam haben, aber einen neuen Entwicklungsschritt darstellen als entweder Roboter oder Kyborgs, also kybernetische Organismen, die einerseits elektronisch aufgebaut sind. In der Medizin ist das ja schon gang und gäbe. Wir sind dabei, also Gehörhilfen einzusetzen, auch optische Hilfen zum Sehen von Gelenken und so weiter, von Herzschrittmachern, von künstlichen Nieren und so weiter. Wir sind ja schon halbe Automaten. Von daher gesehen. Und wenn sich das fortsetzt, dann wird die Menschheit als eine Entwicklungsstufe zurückbleiben, so ähnlich wie wir unsere Vettern, die sogenannten Affen oder Humanoiden und so weiter, wie wir die sehen, wir bleiben zurück und es entwickelt sich ein neues Wesen in einer neuen Umwelt, die mit der Umwelt, die wir kaputt gemacht haben, nachher besser zurechtkommt.
Das ist eine Denkmöglichkeit, eine Modellvorstellung, eine Hypothese. Da gibt es das Englische from nowhere to now here, also vom Nirgendwo in das Jetzt und Hier. Ja, das kann man nicht sagen, das ist unmöglich. Wir haben, schau mal, wie würde ein Mensch von vor, sagen wir, 300 oder 400 Jahren hier in Westeuropa sich vorstellen können, wie ein Raum aussieht und ausgestattet ist, in dem wir jetzt hier sitzen. Das ist völlig abwegig, das geht nicht. Es hat ein oder zwei Leute gegeben, große Namen auch, die schon Erfindungen vorweggesehen haben. Ja? Aber eine direkte Vorstellung, dass wir also Bilder aus Amerika empfangen oder dass hier etwas aufgezeichnet wird, was dann für einige hunderttausend oder Millionen Leute zugänglich wird in irgendeiner veränderten Form. Das ist unvorstellbar. Und in demselben Zustand sehe ich uns jetzt momentan auch. Es ist einfach unmöglich, in dieses erweiterte System einzusteigen, wenn man nur das begrenzte System zur Verfügung hat. Wir kommen einstweilen aus dem begrenzten System nicht raus. Und dieses System hat eine maßlose Trägheit in sich, weil wir es immer wieder reproduzieren. Wir erziehen immer wieder die Kinder in dieses System hinein. Also reproduzieren wir es. Und wenn die Kinder anfangen zu rebellieren, na, dann sieht man eine Sendung, wie es nun ist mit der Partnerwahl. Wie war das früher? Die Eltern haben es bestimmt. Der Bauer A heiratet die Tochter vom Bauern B und so weiter. Das ist heute nicht mehr so. Jeder hat seine freie Wahl. Sie können auch mehrere nebeneinander haben und so weiter. Das beißt sich in manchen Fällen, auch nicht. Harmonisch, ja. Das ist etwas, was angestrebt wird. Das heißt, es gibt natürlich auch eine spirituelle Komponente in der Sicht dieser Dinge. Aber diese spirituelle Komponente, die lässt sich aus dem, was wir, sagen wir mal, als Evolution bezeichnen, in meinem Verständnis nicht ableiten. Die Evolutionisten im Gegensatz zu den Kreationisten, die also sagen, die Welt wurde vor 4000 Jahren am 3. Mai geschaffen, das beißt sich ja, das sind ja Modelle. Wir dürfen diese Modelle nicht überbewerten. Wir sind Menschen, die laufen an einem Abgrund zum Unbekannten entlang und benutzen Modelle als Krückstöcke. Und die ganze Welt, in der wir jetzt hier leben, die ist ja für uns real, ist ein derartiger Krückstock. Und das betrifft insbesondere natürlich auch unsere Bilder, die wir vom ganzen Kosmos haben. Der ganze Kosmos, wie er uns erscheint heute, den Astrophysikern, den Kosmophysikern, das ist ein Querschnitt durch eine unendliche Vielfalt. Und dieser Querschnitt ist aufgebaut auf einer bestimmten Basis mit mathematischen Hilfsmitteln, mit technischen Hilfsmitteln. Und das ist jetzt unsere Welt. Nein, nein, das ist nicht unsere Welt, das ist ein Teil unserer Welt. Ein Ausschnitt, ein Querschnitt. Wenn ich einen Apfel habe und ich schneide ihn in der Mitte durch, dann habe ich da so ein Kerngehäuse, sind so kleine Kerne drin, wunderbar. Und mein Nachbar kommt und schneidet den Apfel etwas seitwärts durch. Bei mir sind keine Kerne drin. Ja, wer hat denn nun recht? Also beide haben recht. Wir müssen weg von diesem Entweder-Oder. Wir müssen sowohl als auch und sich in der Mitte treffen und sagen, im Grunde genommen ist alles möglich und die Auswahl liegt bei uns. Die spirituelle Komponente, die kann man daraus nicht ableiten. Also von mir aus persönlich, ich habe das aufgegeben. Ich bin da ganz bescheiden. Man kann auch sagen, ich habe eine ganze Portion Demut mitgekriegt. Nicht vor irgendeinem lieben Gott, sondern vor der Existenz als solcher. Es ist einfach. Und die Antworten, die man von drüben kriegt, die lauten darauf hin, nicht wahr? Man kann die Allmacht nicht hinterfragen. Nur dann sind wir genauso klug wie vorher. Da hilft auch die Transkommunikation nicht viel. Obwohl sie unseren Blick ein bisschen erweitert. Sie kratzt so ein bisschen an dem Schleier da, ne? Ja, nun, man kann nie sagen, also ausschließen lässt sich solche Vorstellung nicht, aber das abzuschätzen, das ist immer wieder, weißt du, die ganze Zeit, was ist Quantität, was ist Qualität? Und wenn es Wesenheiten gibt, die uns von drüben sagen, also vorgeblich Verstorbene, bei uns hier drüben gibt es weder Quantitäten noch gibt es Qualitäten, dann sind wir wieder am Ende. Ja, es gibt kein Oben, es gibt kein Unten, es gibt kein Besser und es gibt kein Schlechter, es gibt keine Sünde und es gibt keine Schuld und alle diese Dinge sind menschliche Begriffe. Und entweder ich kann das jetzt akzeptieren,
Ich persönlich kann sagen, gut, das scheint mir sinnvoll, weil der Begriff Qualität, ja, enthält ja wieder eine anthropomorphe, eine menschliche, durch den Menschen geformte Vorstellung. Und ich weigere mich, diese Grenzüberschreitung so weit zu treiben. Ich persönlich weigere mich, sie so weit zu treiben, dass ich versuche, mit den Begriffen, die wir hier jetzt zur Verfügung haben, auch hilfsweise mit dem Versuch von Erklärungen aus dem sogenannten Jenseits, ja, das anzuwenden auf diese anderen Bereiche. Ich denke, die Schwelle, die da zu überschreiten wäre, jetzt nicht im Sinne von Robotern und so etwas, sondern ganz allgemein gesprochen, diese Schwelle ist nicht vorstellbar für uns. Und wenn sie kommt, dann würden wir fragen von uns aus, ja, warum kommt sie, wieso ist überhaupt irgendetwas da? Und dann landen wir wieder im Nichts. Es ist unmöglich. Ich habe in diesem einen Blatt, was ich euch da mitgegeben habe oder mitgeben würde, der letzte Satz ist, man von einem chinesischen Weisen, man kann den Sinn des Lebens nicht erkennen. Man kann also einen Sinn im Leben finden, der Einzelne für sich oder auch für eine Gruppe von Menschen, aber man kann den Sinn des Lebens als solchen nicht ergründen. Und damit ist es für mich am Ende. Ich bin dann auf mich selbst zurückgeworfen und ich sage, nun gut, was ist denn drin, wenn wir also die Jenseitigen da hören? Es ist der Begriff der Hoffnung drin, es ist meinetwegen ein sehr stark mit Vorsicht zu behandelnder Begriff Liebe drin und der Rest ist Glaube. Und man soll nicht glauben, dass das, was wir Wissenschaft nennen, kein Glaube wäre, sondern diese sogenannte Wissenschaft ist auf einer Basis aufgebaut, die hat kein vernünftiges Fundament. Das ist Münchhausen, der im Sumpf steckt und sich versucht, an den Haaren rauszuziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich mache das nicht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich ärgere mich über manches, was ich nicht habe oder womit ich nicht einverstanden bin. Aber im Großen und Ganzen muss ich die Dinge doch so lassen, wie sie sind. Und den Rest kriegen wir später. Nächstes Mal weg von Dogmen, egal welcher Art sie sind. Und die Wissenschaft, deswegen, ich hänge mich gleich da dran, die Wissenschaft ist ein Dogma. Natürlich, sie ist dogmatisch geworden. Das merkt man ja an den Reaktionen, wenn man sie mit Grenzgebieten, die Wissenschaftler, konfrontiert. Dann heben sie die Hände, entweder sie laufen weg oder sie machen die Augen zu und sagen, der böse Hund, der sieht mich jetzt nicht mehr. Oder der Hund, der guckt ganz gut, ja. Und das ist nur eine Frage der Zeit, weil die jüngeren Leute offener sind als die älteren. Und der Max Planck damals gesagt hat, naja, wenn solche Paradigmenwechsel passieren, dann muss man warten, bis die Alten ausgestorben sind und die Jungen machen es dann anders. Ne? Also da, aber Voraussagen in die Zukunft hinein, vielleicht kann man es von drüben miterleben, wenn man wach ist und wenn man sich dann auf die irdischen Verhältnisse in irgendeiner Art einstellen kann oder das wahrnehmen kann, mit Hilfe von lebenden Menschen oder was weiß ich. Aber ich weiß das, lass mich überraschen. Das ist ja alles ganz gut und schön. Jetzt erklär mir mal bitte, wieso sich Menschen ganz vernünftig verhalten haben mit einem hohen Intelligenzquotienten, die gar kein Gehirn haben. Was ist denn da los? Diese ganze Beschreibung, wo also das mechanistische Weltbild, das in der Physik ja sich ganz gut bewährt hat, bei der Chemie geht es noch einigermaßen, ist nun aufgrund der sogenannten Erfolge in die Biologie übertragen worden. Und das, was du eben dargestellt hast, ist natürlich das Ergebnis der Anwendung dieser Vorstellung auf die Lebensvorgänge. So, und das geht bis zu einem gewissen Grade und dann hört es auf, weil wir eben in dieser Komplexität uns nicht zurechtfinden und das sind ja alles ganz schöne Modelle und ganz schöne Hypothesen und vielleicht läuft diese Entwicklung oder diese Evolution auch in diese Richtung. Das mag ja sein, ich kann das nicht abschätzen, bloß ich weigere mich, ich würde diese Darstellung sehr stark relativieren. Es gibt diese Phänomene, wo jemand einen Wasserkopf gehabt hat, ja, mehrere Leute, nicht nur einer. Die Untersuchungen sind gemacht worden. Die Leute sind nach dem Tode untersucht worden. Und es gibt eine ganz dünne, hauchdünne Schicht von Gehirnmasse, die den Schädel von innen her auskleidet. Und im Übrigen ist kein Gehirn da. Und die Leute haben sich vernünftig verhalten. Das ist doch alles Unsinn, was da erzählt wird. In meinem Dafürhalten, denn diese Dinge beweisen, dass das ein Bild ist. Das Bild ist vordergründig nicht falsch, weil man damit arbeiten kann, weil man Chips einbauen kann und Elektroden reinpiekt und sagt, ah,
jetzt hat er also die dollsten sexuellen Gefühle, wenn ich das da Zentrum. Ja, nur das mag ja alles sein, aber das sind doch keine endgültigen und verbindlichen Aussagen. Es gibt Modelle von irgendetwas, das wir so beschreiben und so beschreiben, und wir wissen nicht, was es ist. Sag mir doch nicht, es weiß doch keiner, was ein Elektron ist. Da gibt es irgendwelche Spinner, das sind große Professoren, die erzählen, das Elektron hat ein Bewusstsein und es speichert alles und es ist alles in einem Elektron. Das ist denn da alles Bilder? Ich habe nichts gegen diese Bilder. Bloß wenn die Leute anfangen, diese Modellvorstellung, es sind Modelle, es sind Bilder, und du darfst doch das Bild nicht mit der Wirklichkeit verwechseln. Das ist das Erste, was der Bohm gesagt hat, ein berühmter Schüler, Quantenphysiker, Schüler von Einstein, der gesagt hat, es gibt diese explizite Welt und es gibt eine implizite Welt. Und die implizite Welt dahinter, das ist so etwa der Bereich, den wir jetzt die ganze Zeit ansprechen, also an geistige Strukturen, die nicht gebunden sind, an materielle Träger und so weiter. Und das, was hier passiert, sind letzten Endes Projektionen aus dieser impliziten Welt in die explizite Welt. Die wird dann für uns greifbar und das andere steht dahinter, hinter dem Schleier, und wir gucken nicht durch. Ja, ich weigere mich, diese Modelle, genauso wie die kosmischen Modelle, für allgemein verbindlich zu akzeptieren und auf dieser Basis etwas erklären zu wollen. Wir schaffen das Wort erklären ab. Die Physiker haben gelernt, man kann überhaupt nichts erklären. Man kann nur etwas beschreiben. Und diese Beschreibung in einem bestimmten Rahmen liefert gewisse logisch, mehr oder weniger logisch ableitbare mathematische Aussagen, und die werden dann interpretiert und dann geht die Schlacht los. Bis heute sind sich die Leute zum Beispiel nicht darüber einig, wie es denn um die Relativitätstheorie steht. Die streiten sich heute auf den Kongressen. Lieschen Müller wird im Fernsehen erzählt, ja, das ist wunderbar, und wenn man dann mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, dann wird man überhaupt nicht älter, und lauter solchen Unsinn. Soll doch erstmal einer mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, und dann will ich sehen, wie er zurückkommt, wie er dann aussieht. Das will ich sehen, aber nicht die Theorie dazu. Das Teuflische daran ist eben, dass mit den Theorien, das ist ein Satz von Einstein, der gesagt hat, man kann überhaupt nur das finden, was in der Theorie vorausgesagt wird. Der Satz stimmt nicht, ich akzeptiere ihn nicht. Denn die Leute sind über viele Phänomene, gerade unsere Stimmenphänomene und viele, viele andere Paraphänomene, darüber gestolpert, dass eben keine Theorie da ist. Und dass man dann hinterher versucht, mit Theorien ranzugehen und das zu beschreiben. Und ähnlich ist es mit den biologischen Strukturen auch. Und diese biologischen Strukturen, wie sie da beschrieben werden, die scheitern dann an der Komplexität. Ja, was hat das verändert? Natürlich eine ganze Menge. Also zunächst mal habe ich mich schon früher mit Parapsychologie ein bisschen beschäftigt. Das war aber in der nationalsozialistischen Zeit sehr schwierig, weil es im Grunde genommen unterdrückt wurde. Man kam auch kaum, in Hamburg gibt es das System der sogenannten öffentlichen Bücherhallen, und alles das, was da in diesem Bereich lag, das war in verschlossenen Schränken. Da kam man also normalerweise gar nicht dran. Ich weiß nicht, was man da brauchte, eine Sondergenehmigung oder irgendwas. Ich habe das auch nicht versucht, aber ein, zwei Bücher. Wir haben also schon in der Zeit, als ich in Hamburg studierte, haben wir schon so im Bekanntenkreis so ein paar Kartenexperimente gemacht mit Kartenraten, nicht? So verdeckte Karten oder diese Sena-Karten mit den Fünfer-Systemen da. Und das war na ja nicht überzeugend oder wie oder was das heißt. Aber an sich, Paraphänomene als solche waren mir bekannt. Ich war dann auch auf einem Kongress in England mal, und mit einem jüngeren Kollegen, auch Physiker, und dann habe ich also mit den Freiburgern Kontakt gehabt und so weiter. Aber da war von diesen Stimmphänomenen oder von diesen Anomalien ja nicht die Rede. Und wie ich vorhin schon erklärt habe, kam dann diese Sache auf mich zu, indem eben diese Fernsehsendung, da gab es noch diese mit den Drucktasten, die Kanalwähler, indem ich da also zufällig in Anführungsstrichen reingekommen bin in diese Sendung von dem Jürgenson, und mich das dann interessierte. Und das Erste war also ein Überraschungseffekt natürlich, dass diese Stimmen tatsächlich da sind. Und zwar nicht aufgrund von Aussagen von anderen, sondern meine eigene Aufnahme. Ich weiß ja, was ich gemacht habe. Ich habe ja nichts irgendwie getrickst, wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja bloß wissen, sind die Stimmen da. Und das eigentlich Eindrucksvolle war dann eben die Stimme von meinem Vater. Weil
Ich habe ihn nicht gerufen und ich habe auch nicht an ihn gedacht, nicht? Und das kommt ja dann aus unbewussten Bereichen. Und das hat mich ziemlich in Erstaunen gesetzt. Aber dieser Begriff des jüngsten Tages ist eben auch dehnbar wie ein Gummiband. Wir interpretieren das heute so, der jüngste Tag ist der Todestag, an dem man stirbt. Und die Wiederauferstehung da drüben, die findet unmittelbar statt. Das ist also heute sogar die offizielle Meinung des Vatikans. Und das habe ich aber damals nicht gewusst. Also mich hat es wirklich überrascht, dass einerseits die Sache eine Anomalie ist und dass andererseits eben eine menschliche oder psychische Komponente drin sitzt, die augenscheinlich eine Beziehung aufweist zu mir selber, zu dem Experimentator, eben die Stimme meines Vaters. Das sind also die zwei Hauptargumente, die technische Seite und die psychische Seite, nach der eben Dieter vorhin auch gefragt hat. Und im Laufe der Zeit dann, um das jetzt im großen Bogen, läuft es darauf hinaus, dass ich einerseits immer skeptischer geworden bin gegen das, was man als Wissenschaft bezeichnet. Es gibt ja keine Wissenschaft, das ist ja ein Hilfsbegriff. Es gibt nur Wissenschaftler bzw. solche, die sich als Wissenschaftler bezeichnen. Und da gibt es einzelne Gruppen, die haben untereinander einen Konsens, nicht alle, aber einige, und die haben eigentlich eine Art Machtposition, die sie jetzt im dogmatischen Sinne ausnutzen und die nun von der Presse, vom Rundfunk, von den sogenannten öffentlichen Medien aufgegriffen wird und verbreitet wird als Wirklichkeit. Wobei es eigentlich alles nur Erklärungsversuche oder Beschreibungen oder so etwas sind auf einer bestimmten Basis und die Basis hängt eben in der Luft. Sie werden das wahrscheinlich wissen. Man hat ja geglaubt, man kann die Mathematik auf einem vernünftigen Fundament aufbauen. Kann man nicht, nicht? Die haben in den 30er Jahren haben die das nachgewiesen. Man würde sagen, naja, also 1 plus 1 geht die Sache los, plus 1 ist 2 und so weiter. Man hat die Arithmetik, man kann auf der Arithmetik das ganze mathematische System aufbauen. Kann man nicht. Es hängt in der Luft. Sie können ohne weiteres sagen, 1 plus 1 ist 1. Also Sie nehmen einen Wassertropfen, noch einen Wassertropfen, lassen die beiden zusammen rollen und haben wieder einen Wassertropfen. Dann kommt der Kritiker und sagt, du, das ist eine andere Menge, das sind ja Mengen. Nein, nein, ich zähle Wassertropfen. 1 plus 1 ist 1. Nicht? Und ich muss also das nicht akzeptieren. Das ist zweckmäßig und praktisch und die Technik funktioniert ja auch meistens. Und das ist alles unbenommen. Aber wenn die Anomalien kommen, dann empfinde ich die als eine Herausforderung. Und nach meinem Dafürhalten müsste jeder Wissenschaftler, der diesen Namen verdient, diese Dinge aufgreifen und müsste sich Gedanken darüber machen. Also es gibt bösartige Aussagen natürlich, wo jemand sagt, das sind die normalen, was sich normalerweise als Wissenschaftler betiteln lässt, sind Wissenschaftler zweiter Art, zweiten Grades. Das sind keine Wissenschaftler. Wissenschaftler müssen neugierig sein, neugierig, bis zum geht nicht mehr. Die müssen alles, was ihnen da quer kommt, anschauen, erstmal unter ihren Aspekten natürlich. Und wenn es nicht reinpasst, dann müssen sie sagen, oh, ist interessant, kann natürlich sagen, für mich nicht, aber immerhin, ich nehme das doch wenigstens zur Kenntnis. Aber nicht mal das tun die Leute. Und in Deutschland ist die Situation besonders festgefahren. Ganz besonders. Sie haben in Amerika ein viel offeneres System, weil die Universitäten natürlich weitgehend privat gesponsert sind. Und hier haben wir alles staatlich, mit ganz wenigen endlichen Ausnahmen. Und die haben einen Daumen drauf. Die haben verschiedene Ansätze gemacht. Auch der Bender hat seine Schwierigkeiten gehabt. Dann gab es einen Mann, der hat einen Antrag gestellt. Der hat sich um dieses Biegephänomen gekümmert. Da nicht beim Geller, sondern bei einem Schweizer Bieger, Silvio Meyer. Ja, der hat also bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft einen Antrag eingereicht zur Untersuchung dieses Phänomens. Der hat gemessen, natürlich Widerstände gemessen dabei und so weiter bei dem Biegephänomen. Nix, glatt abgelehnt, nix. Ja, was soll man denn da machen? Da kann man nichts machen. Kann man sich erregen oder nicht erregen, es ändert eh nichts. Aussterben lassen. Junge Leute. Oder eigene Erfahrungen, die so knallhart sind, dass der Betreffende nicht mehr drumherum kommt. Aber das ist ein menschliches Problem. Das ist gar kein physikalisches Problem. Es ist ein psychisches Problem. Und Ängste, die damit verknüpft sind. Ängste. Ängste um die Stellung, weil er als solcher ja dann an die Grenze kommt und nicht mehr anerkannt wird. Selbst Nobelpreisträger, der Josefson,
Nur Preis. Der hat angefangen, sich mit diesen paar. Schon haben sie ihn madig gemacht, nicht? Beim Einstein wagt es keiner mehr. Ja, Kritiker sagen, naja, die EMC-Quadratgleichung, die stammt ja auch gar nicht von Einstein, die war ja vorher schon da. Ne? Er hat sie irgendwie nur, er hat sie hoffähig gemacht. Ne? Im Übrigen hat er den Leuten die Zunge rausgestreckt. Ne? Eigentlich nicht. Also, wenn ich meine, ich habe noch Tagebücher aus der Zeit, als ich noch in die Oberschule ging, also so mit 16, 17. Wenn ich die heute nachlese, ist das schon alles drin. Das ist unglaublich. Das ist schon alles drin. Und im Grunde genommen wird eben, das Wort ist ja verrufen, die ganze Welt ist voll davon. Das Stichwort ist dann natürlich Liebe. Wozu bin ich persönlich hier oder was ist persönlich? Ich habe kein Ziel in dem Sinne, kann ich nicht sagen. Ich bin mal gefragt worden in einer öffentlichen Veranstaltung, was ich denn für ein Ziel hätte aus dem Zuhörerkreis. Und ich habe gesagt, eigentlich im Grunde genommen habe ich gar kein Ziel. Ich mache das einfach, weil es mich interessiert oder weil es mir Spaß macht oder weil ich auch das Gefühl habe, ich kann dabei was lernen und ich kann also das, was ich als mein Weltbild bezeichne, um das Wort zu benutzen, erweitern. Das kann ich. Und da zeigt sich, dass eben vieles von dem, was ich früher geglaubt habe, in den Bereich mindestens der Indizien, also des Wissens hinübergeht. Weil ich kann ja auch, wenn ich eine Stimme hier aufzeichne, nicht beweisen, dass sie von einem bestimmten Toten ist. Die kann ja nach dem psychiatrischen Gutachten, in Anführungsstrichen, die kann ja aus meinem sogenannten Unterbewusstsein kommen. Aber die Frage ist, was ist das Unterbewusstsein? Das Unterbewusstsein ist eine Hypothese. Und der Herr Freud hat das Unterbewusstsein hoffähig gemacht. Der Begriff existierte vorher. Und seitdem spricht alles vom Unterbewusstsein. Und der Herr Steiner von den Anthroposophen, der Rudolf Steiner, der hat gesagt, das Unterbewusstsein ist der Bereich, in dem die Toten leben. Aha. Wir machen gar keinen vernünftigen Unterschied zwischen dem sogenannten Unbewussten, weil das ein offenes System ist, und dem, was wir jetzt begrenzterweise als die fortlebenden Menschen im Jenseits bezeichnen. Da gibt es keinen Unterschied. Die Unterschiede machen wir. Wir packen alles in Schubladen hinein. Und wenn wir dann in einer Schublade sitzen, dann können wir nicht mal mehr mit der Nasenspitze in die andere Schublade reingucken. Das ist doch kein vernünftiges Denken, das ist doch kein vernünftiges Weltbild. Das vernünftige Weltbild sagt, gut, ich komme nicht mit allem klar, aber ich versuche das zu integrieren. Und dieser Begriff der Integration, der ist völlig verloren gegangen. Die ganze Wissenschaft ist aufgebaut auf Differenzieren, Differenzieren, Differenzieren. Von Integration haben die noch nichts gehört, bis in die Politik hinein. Die differenzieren nur. Noch ein Gesetz, noch ein Untergesetz, noch eine Ausnahmeregel, noch. Ne. Schauen Sie sich doch dieses Chaos an. Die armen Kerle können einem ja leid tun, aber sie haben sich ja gerissen. Die wollen ja die Posten haben, sonst lassen sie nicht aufstellen. Ne. Und das Volk ist ja souverän. Wieso? Du wählst irgendeinen Haufen von hergelaufenen Leuten, die du persönlich nicht kennst, und die können 4 Jahre lang machen, was sie wollen. Wieso ist das Volk der Souverän? Das Volk ist eine dumme Herde von Schafen, die manipuliert wird von morgens bis abends. Man muss das nur verfolgen. Das geht morgens um 5 los und dann laufen dieselben Nachrichten, die laufen rund um die Uhr, wie so eine Gebetsmühle bei den Tibetanern. Rund um die Uhr, immer dasselbe. Dann kommt eine dazu, eine geht weg. Jetzt haben sie eingeführt, habe ich schon gehört, 100 Sekunden Nachrichten. Weltnachrichten, 100 Sekunden. Sag mal, sind die noch zu retten? Natürlich soll man sich danach richten, das ist ja Manipulation. Außerdem ist das ganze Fernsehen eine Totenzählmaschine. Die zählen ja nur die Toten, ne? Die Lebenden werden nicht gezählt. Wenn der Kaiser von China ein Pup lässt, nicht wahr, dann muss das ja weltweit verbreitet werden, ne? Wen interessiert, dass einer in China irgendwo auf der Straße erschossen werden ist? Was mache ich denn damit? Weißt du, wann das angefangen hat? Das hat angefangen bei dem rasenden Reporter in den 20er Jahren oder darum in Amerika, nicht? Knickerbocker und diese Konsorten. Hier, Geld mache mit nix. Schau, wir können es diskutieren. Dann können wir also natürlich
glauben oder überzeugt sein oder hoffen, dass es uns gelingt, das morphogenetische Feld nach Sheldrake ein kleines bisschen zu verändern. Wir bringen also unsere Gedanken außerraumzeitlich in dieses ganze System ein, in der Hoffnung, dass da, wo Resonanzeffekte auftreten, wo jemand offen ist, wo jemand schon ähnlich denkt, sein Denken unwillentlich oder unwissentlich einfach bestärkt wird. Das heißt, wir reden hier nicht nur für uns drei oder wenn der Dieter dabei ist, für vier oder fünf, sondern wir reden eigentlich in dieses Feld hinein. Wir aktivieren gewisse Informationen und diese Informationen wirken, bei Sheldrake heißt es, er hat ja den Begriff der Rückkopplung eingeführt und hat gesagt, wenn also irgend so eine neue Idee irgendwo auftritt und sie wird mehrere Male verwirklicht, dann wirkt das im Sinne einer Rückkopplung zur Verstärkung dieser Idee und die Verwirklichung wird immer leichter. Das ist ja die Idee von Sheldrake und das finde ich ganz prima. Ja? Das ist jedenfalls eine Betrachtungsweise, die ich für vernünftig halte. Man kann das so darstellen. Aber im Grunde genommen, die Frage, was ist mir, also ich bin jetzt natürlich über ein Medium verbunden, das gehört nicht hierher, weil das in dem Sinne ja keine technischen Dinge sind, nur Anklänge und Identitäten. Wir sind mit einer Instanz da im Gange, auch mit meiner Frau und so weiter, und wir führen Dialoge, die laufen eine Stunde oder anderthalb Stunde, laufen die, und die Frau spricht in Halbtrance, ja, und hat große Mühe, manchmal die Visionen, die sie hat, dann Sprache umzusetzen. Aber wir sind mit denen, ich bin von daher jetzt so geimpft, könnte man sagen, dass ich das Ganze, was wir hier erleben, einschließlich meines eigenen Lebens, für außerordentlich vordergründig halte. Und das Einzige, es gibt zwei Argumente, die mich stützen oder die mich tragen. Das Einzige ist die Begegnung, das eine ist die Begegnung mit Menschen, insbesondere mit Frauen oder mit Mädchen im Laufe meines Lebens, ja, mehr oder weniger intensiv oder intim oder nicht intim. Und das andere ist der Begriff der Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass es in irgendeiner Weise weitergeht, auch wenn wir jetzt nicht imstande sind, das zu greifen. Also es gibt ja doch in der Philosophie, vorhin habe ich über die Philosophie geschimpft natürlich, das hängt damit zusammen, dass ich als Junge, so auch als Schüler, noch als Oberschüler, mal ein Buch über Philosophie mir gekauft habe, sogar antiquarisch, weil ich nicht viel Geld hatte. Und dann habe ich die ersten 20 Seiten gelesen und dann habe ich es weggelegt und nie wieder angeschaut. Und es gibt eine Reihe von bösartigen Kritikern an der Philosophie, weil es im Grunde genommen mit wenigen Ausnahmen Geschwätz ist. Nicht Geschwätz ist der Kantsche Imperativ, ja, den man im Volksmund so nennt, fügt du nicht das dem anderen zu, was dir nicht zugefügt werden sollte, oder du möchtest es nicht, dass es dir zugefügt wird. Das reicht ja eigentlich. Wir brauchen keine 10 Gebote. Wir brauchen dieses einige Gebot, ich sage ganz pragmatisch, das hat mit Spiritualismus zunächst überhaupt nichts zu tun. Wir können in einer Gemeinschaft nicht leben, wenn diese Gemeinschaft nicht in irgendeiner Weise einen Konsens hat und harmonisch, einigermaßen harmonisch zusammenarbeitet. Das ist unmöglich. Der Einzelne von uns ist nicht lebensfähig. Das geht nicht. Ja? Und ich sehe das Leben, das ist jetzt immer noch die Antwort auf diese Frage, auf deine Frage. Ich sehe das Leben im Grunde genommen, na, wenn ich es kurz formulieren soll, würde ich sagen, Leben und Kommunikation ist das Gleiche. Ich kann das auch etwas abschwächen und könnte sagen, Kommunikation ist die Basis des Lebens. Auf allen Ebenen, egal von den Mineralien, in der Chemie, in die Biologie, in die Botanik, in die Tierwelt, in die Menschenwelt. Vielleicht auch in den gesamten Kosmos eine Erweiterung. Ohne Kommunikation, ohne wechselweisen Austausch von Daten oder meinetwegen von Emotionen oder von irgendetwas Geistigem, gibt es kein Leben. Das Leben besteht in dieser Kommunikation. Dahin hat es geführt. Das ist meine Überzeugung jetzt. Wobei ich nicht sagen würde, dass es sie vielleicht in 3 Jahren immer noch, aber ich glaube schon. Natürlich. Das ist doch klar. Wie soll denn das funktionieren? Die Amerikaner regen sich darüber auf, nicht wahr, dass Bin Laden angeblich, man weiß es nicht so genau, irgendwas in die Luft springt, ein paar Türme. Ja, was machen die denn?
Die machen ganze Staaten kaputt. Die liefern Waffen rund um die Uhr. Wir, die Russen, alle liefern Waffen. Ja, die schießen sich mit den Waffen tot, die wir ihnen liefern. Ja, was sind denn das für Zustände? Wie soll denn das? Nein, das ist ja Absicht, das ist ja ein Geschäft. Wenn sie die Waffenproduktion einstellen, dann haben wir ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr, oder wie? Was brauchen wir denn hier ein paar hunderttausend Soldaten? Nein, die müssen wir gar füttern, die produzieren nichts. Das sind reine Schmarotzer. Ja? Sie produzieren nichts, sie sind für nichts Nutze, aber sie schaffen 200.000 Arbeitslose oder 300.000 weniger. Das ist der einzige Effekt. Und sie verschleudern Material und Energie. Wofür? Für wen? Gegen wen wollen wir uns verteidigen? Wollen wir vielleicht die Russen aufhalten, wenn es denen wieder gefällt zu marschieren? Na wie denn? Womit denn? Wo die Leute, diese einzelnen Soldaten, A, kein Interesse dran haben, die sind ja nur, die meisten gehen bloß hin, weil es ihnen Spaß macht und sie wissen, haben wir ein gutes Leben, nicht? Was sind denn das für Zustände? Das kann man aber nicht von außen ändern, sondern das kann man nur ändern, wenn der Einzelne sich das zu Herzen nimmt, worüber wir gerade gesprochen haben. Anders geht das nicht. Ich kann doch nicht, wenn der Dieter kommt und sagt, gut, er möchte gerne ein Interview machen. Kenne ich den Dieter als normalen Menschen, als interessierten Menschen. Ich kenne die Gabriele und so weiter. Wir sind dadurch zusammengekommen. Jetzt wäre es von mir aus gesehen vernünftig, jetzt zu sagen, nee, lieber Dieter, also ein Interview mit euch, das mache ich nicht. Nee, das ist nicht vernünftig. Ich bin ein offenes System und wenn ich den Eindruck habe, ich kann diese Ideen ein bisschen verstärken, also man muss sagen, wir sind so eine Art Ideenverstärker, ja, dann komme ich euch doch entgegen und ich nehme euch auf und ihr seid hier wie zu Hause, ihr könnt haben und von mir, was ihr wollt, ja. Ich kann euch doch nicht vor der Tür stehen lassen oder ich kann sogar sagen, ich mache ein Interview mit euch und dann bin ich plötzlich nicht da oder was. Das geht doch nicht. Also Emotionen sind was ganz Schönes, aber Emotionen sind wahnsinnig gefährlich. Wahnsinnig gefährlich. Mein Musterbeispiel für Emotionen ist folgendes. Der Mann kommt nach Hause, ist verheiratet, ne, und die Frau liegt mit seinem Freund im Bett. Was macht er? Er nimmt die Knarre, er schießt die Frau, er schießt den Mann und zuletzt sich selbst. Warum? Weil er falsche Vorstellungen hat. Wenn er Spaß hat oder wenn die Spaß haben, sollen sich zu dritt zusammenlegen. Das ist doch keine Reaktion, keine vernünftige. Oder er soll sich... Die andere Version ist, er kommt, aber er ist nicht so kriminell veranlagt wie der mit dem Ballermann. Ja? Er sagt zu seiner Frau, du, darf der das? Der andere. Und sie sagt, der darf das. Und er dreht sich um und murmelt vor sich an, dass der da darf. Verstehen Sie, das sind so Situationen, wo das ganz deutlich wird, was wir für ein Verhalten an den Tag legen. Wir, die Menschen. Absolut, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, mein Hund, mein Auto, alles mein, alles ist mein. Nichts ist. Wie meine Frau, ein paar Monate Krebs, nicht wahr? Und dann ist sie nach drüben gegangen. So, mit einmal ist alles wertlos, wertlos. Dann sagt sie, na ja, also wir haben dann eine Garage, da waren jede Menge Mineralien drin, die wir so gesammelt haben, wollten wir immer noch mal durchchecken und mal die guten Sachen raussuchen. Dann habe ich einen großen Kübel kommen lassen, das Ganze, und die Garage musste geräumt werden, war eine Mietgarage. Raus den ganzen Kram weg. Dann hat sie von drüben gesagt, na ja, ich habe sie ja auch alle in der Hand gehabt, nicht? Aber das ist Vergangenheit. Das ist auch so etwas. Dieses Hängen an der Vergangenheit, dieses Mitbringen lässt sich ja gar nicht vermeiden, weil wir alle durch die Vergangenheit vorprogrammiert sind. Und wenn etwas Neues auf uns zukommt, dann versuchen wir erstmal mit diesen, bewusst oder unbewusst, mit diesen vorhandenen Erfahrungen, das zu konfrontieren. Und jetzt gibt es entweder Ablehnen oder Akzeptieren oder Gleichgültigkeit. Die drei Möglichkeiten. So. Aber wir reagieren in irgendeiner Weise drauf. Selbst das Zurückweisen ist immer noch eine Reaktion. Ja? Es muss ja nicht positiv bewertet werden. Es gibt ja Dinge, die mag ich auch nicht. Und dann sage ich, nee, also wenn du mir also jetzt einen toten Fisch auf den Teller legen, ich mache eigentlich keinen Fisch. Warum soll ich Fisch essen? Steht nirgendwo geschrieben. Nee? Aber die Kirche hat gesagt, freitags wird grundsätzlich kein Fleisch gegessen, also wird freitags Fisch gegessen. Na wieso? Wo ist der Grund? Was haben die denn für einen Grund? Was haben die denn unter den Füßen als Fundament? Nix. Gar nichts.
Weder historisch noch irgendetwas. Da sitzen Theologen und je länger sie da forschen, umso weniger bleibt über. Ne? Ist nichts mehr drin. Bilder, Vorstellungen, die Jahrzehnte später aufgeschrieben sind von Leuten, die es gut gemeint haben. Und wie gesagt, für mich ist diese sogenannte offizielle Wissenschaft, die ist zwar sanktioniert durch die Technik, die darauf aufgebaut ist, obwohl ein großer Teil der Technik ist gar nicht durch die Wissenschaft aufgebaut. Gewiss, die eine oder die andere Grundlage, aber nicht alles. Es ist viel, ist einfach aus der Praxis heraus immer weiterentwickelt worden. Nicht? Ich meine, wenn man das sich überlegt, diese ganze Kommunikation, das hängt damit zusammen mit dem. Vielleicht lernen die Menschen tatsächlich im Sinne dieses gut miteinander auskommen Wollens, die Absicht. Ja? Vielleicht lernen die Menschen tatsächlich durch die Milliarden von Verbindungen, die jetzt laufen, das Telefonnetz, das Internet, die ganzen Handygeschichten, die globalen Geschichten, die Satellitengeschichten. Vielleicht lernen die Menschen doch ein bisschen mehr. Ich meine, wer hat mehr von China gewusst oder viel von China gewusst, außer ein paar Experten? Durch so eine Geschichte wie diese jetzt Olympiade. Die Leute, es ist voll von China. Die Leute nehmen etwas wahr, was sie vorher nicht wahrgenommen haben. Und sie vielleicht denken sie auch darüber nach. Einerseits ist es ein blödes System, aber wie soll man denn so ein Land demokratisch regulieren? Das geht einfach nicht. Das muss von oben, auch mit Fehlern, das muss diktiert werden. Wenn es nicht geht, ich meine, die Wüste nimmt immer größere Ausmaße an, jetzt pflanzen die Milliarden Bäume. Ja, wenn der Staat die Leute nicht animiert oder wenn er ihnen nicht ein paar Groschen gibt oder die Pflänzchen gibt, ja, wer soll denn das organisieren? Der Einzelbauer sagt, ja, entweder ich habe noch mein kleines Feld, das halte ich, oder ich ziehe weg. Ich ziehe weg. Das geht so nicht. Das muss diktiert werden. Aber jetzt durch diese ganzen kommunikativen Austausche läuft es darauf hinaus, dass nicht nur der Blick erweitert wird, sondern vielleicht auch menschliche Komponenten auftreten. Aber die Verbindung, ja nun, die treten hier auf, die treten da auf, hier, das gibt's ein Viertel da, das sind schon alles Türken und dann ich gehe zum Türken meine Pampelmusen kaufen und meine Tomaten kaufen. Ja, warum denn nicht? Der sagt freundlich guten Tag, der spricht perfekt Deutsch, ist schon 20 Jahre hier, der sagt fröhlich guten Tag, dann gibt er mir mal so ein kleines Dings da, so eine Paprika, gibt er mir mal umsonst, nicht wahr, aus Spaß so, ohne über die Ware zu laufen. In Ordnung. Also ich denke, da liegt auch was Positives drin, wenn man von Globalisierung spricht. Aber genau das wird bei Globalisierung nicht primär das Ziel sein. Das vordergründige Ziel ist Geschäfte machen. Ausbeuten. Ausbeuten. Wer betrügt wen? Die Chinesen mit ihren Püppchen, die alle vergiftet sind und mit allem. Nee. Das ist immer so und so. Immer. Ja, aber unter sehr großen Schwierigkeiten natürlich, nicht? Von deren Sinne aus, beziehungsweise von uns aus, weil sie müssen menschliche Sprachen benutzen und augenscheinlich haben sie die menschlichen Sprachen nicht primär zur Verfügung, sondern sie müssen nachgucken in irgendwelchen Speichern oder eben über den Experimentator, dass sie sich dem anpassen. Und sie versuchen dann auch in gewisser Weise diese übergeordnete Position, übergeordnet sagen wir jetzt mal, Position, die sie einnehmen oder einzunehmen glauben, zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel hat der Homes oder auch sogar schon früher, aber früher hat man gesagt, na gut, ich habe einen Mann wie Jörgensson und der Jörgensson, der spricht 10 verschiedene Sprachen. Also darf man sich nicht wundern, wenn polyglotte Sätze zustande kommen. Die hat er entweder so raus destilliert aus den Gemischen und aus den Geräuschen oder aber sie kommen tatsächlich deswegen zustande, weil die sogenannten Jenseitigen damit zu erkennen geben wollen, es kann sich nicht um normale Radiosendungen handeln, die ja bei den Radiohintergründen mit reinkommen könnten. Der Homes hat auf dem Computer eine Durchgabe von einer solchen Gruppe, die wir nicht näher definieren können, die ist in 5 oder 6 verschiedenen Sprachen schriftlich ausgedrückt vom Computer. Und der arme Homes konnte überhaupt nichts damit anfangen, weil er die Sprachen nicht spricht. Er spricht ein paar Brocken Deutsch natürlich sowieso, paar Brocken Italienisch und Französisch und Englisch und dann ist zu Ende, aber wirklich nur brockenweise. Der kriegt also einen Computerausdruck von irgendeinem Kardinal Hlond, der meldet sich bei ihm und erklärt dann, dass er also halb in Italienisch, halb in Deutsch und der Homes sagt am Ende, ja, also ich kann damit nichts anfangen, ich breche den Kontakt ab, ich verstehe es nicht.
Aber er beginnt mit dem ersten Satz. Der erste Satz, Platz auf dem Computer. Der Homie stand davor. Der rauchte also gerne hier, das war für die Gabriele, der rauchte gerne eine. Steht vor seinem Computer. Da ist die, das war der alte C64 da. Ja? Und da steht also oben diese Zeile drin, so und so viel Bytes sind free. Ne? Und Batz, während er guckt, ist diese Zeile weg und da steht, warte mal, Qui Cardinal Hlont Amore Adolf Homes oder so etwas. Nur Amore hat er natürlich verstanden, aber wer Kardinal Hlont war, keine Ahnung. Nicht? Nachdem er das dann abgebrochen hat am Ende und der Hlont hat gesagt, er liebt jetzt Deutsch. Und zwar halb Italienisch und halb Polnisch, kann man sagen, oder Russisch. Germanski. Liebt er jetzt. Ich gucke nach, weil der Homisch hat kein Lexikon und nichts. Ich gucke nach und war noch kein Internet im Lexikon nachgeguckt. Ja, der Kardinal Hlont, der hat also den Bischofs- bzw. Kardinalssitz in Breslau usurpiert. Der war frei, durch Tod frei geworden. Dann hat er sämtlichen deutschen Klerus aus Polen rausgeschmissen und hat ihn ersetzt durch polnischen Klerus. Ja? Und nach 48 ist er gestorben und nach 50 Jahren kommt er und sagt, er liebt jetzt Deutsch. Ja, woher kommt das, wie kommt das bei Homes rein? Ich kann es nicht gewesen sein. Und der Kollege in Frankfurt, der Dr. De Lavre, Mediziner, der kann es auch nicht gewesen sein. Es ist ein Drop-in, wie man sagt, also ein Kommunikator, der unbekannt ist und einfällt einfach, ohne ersichtlichen Grund. Naja, wir haben das schon weiter, wahrscheinlich ist es auch im Vatikan angekommen. Und der deutsche Klerus hat opponiert, denn der Vatikan wollte diesen Burschen selig sprechen, ne? Der deutsche Klerus hat opponiert und sie haben davon Abstand genommen. Wegen dieses Verhaltens. Ja, und die Dokumente sind bis heute im Vatikan verschlossen und nicht rausgekommen, was damals wirklich gelaufen ist. Er war geflüchtet und war im Vatikan und dann ist er gekommen und hat gesagt, ja, ich bin jetzt hier der Große. Sehen Sie, solche Dinge, die kann man nicht normal erklären. Also brauchen wir die Vorstellung eines allgemeinen oder auch spezialisierten Informationsfeldes, aus dem wir gewisse Teile aus irgendwelchen Gründen, frag nicht nach Gründen, herausdestillieren oder sie kommen auf uns zu, sie werden uns zugespielt und der Sinn ist, denk doch mal drüber nach. Und keiner denkt drüber nach, außer so ein paar Verrückten wie du und ich, ne? Das Interesse war schon an den Paraphänomenen da, einfach weil mich, ich hatte also diesen Mentor, den Mann von Siemens, wo ich vorhin erzählt habe, dass der also da die Geräte immer reparieren wollte und die Geräte waren dann wieder heil und wenn er wegging, waren sie wieder kaputt. Also, dieser Mann hatte ein bisschen Literatur über indische Religion, chinesische, kann man nicht sagen, Religion, Philosophie muss man dann sagen, eher Buddhismus und so weiter. Und das habe ich im Alter von 16, 17 Jahren gelesen. Und das hat mich damals schon geärgert, weil der einfache Begriff der Telepathie, der ja bis heute offiziell geleugnet wird, weil der einfache Begriff Telepathie da eine, ich sage jetzt mal, vernünftige Erklärung gefunden hat. Es sind also vorwiegend Personen, die irgendwie intimer auf der gleichen Wellenlänge liegen, würde Lieschen Müller sagen. Und da kommen solche Resonanzeffekte zustande. Resonanz im Sinne einer Struktur, nicht von Wellen, sind keine Wellen in unserem Sinne. Und einfach hat dieser Begriff, der da angesprochen wurde, dass man sagte, also ein Meister hat seine Schüler und er ist geistig in Verbindung mit den Schülern, egal ob in Tibet oder in Indien und so weiter. Und die haben einen Austausch und diese Dinge, das war mir schon vertraut. Und hat mich damals schon, ich benutze gerne das Wort geärgert, gestört, könnte man auch sagen, weil ich gesehen habe oder geglaubt habe zu erkennen, dass in unserem üblichen System, ich war ja nun interessiert, ich wollte ja Ingenieur, eigentlich wollte ich Ingenieur werden, Physik, das hat sich so durch den Krieg ergeben, dass ich Physik studiert habe. Eigentlich wollte ich Hochfrequenz studieren, also gerade diesen Krempel, die Elektromagnetik, Wellen und so weiter. Und das hat mich eben gestört, weil es nicht in das System passte. Und seitdem verfolgt mich, das ist aber die eine Komponente. Und die andere Komponente ist eben, die ich persönlich gehabt habe, ohne diesen Hintergrund, dass ich gedacht habe, naja, in der Begegnung, sagen wir mal gerade mit Mädchen, zu denen man irgendwie ein bestimmtes Gefühl hat. Heute sagt man das Bauchgefühl, das ist auch wieder so etwas. Das kommt nicht aus dem Bauch, das ist Quatsch, natürlich. Das ist wieder biologische Anwendung von physikalischen Gesetzen auf biologische Strukturen. Das ist nicht zulässig. Ist eine Überschreitung, geht nicht. So, egal.
Also man hat da irgendeine Art von, benutzt das Wort Resonanzeffekt. Und dann war ich einmal verheiratet und die Ehe ist wegen Krankheit der Frau auseinandergegangen, ist vor kurzem auch erst gestorben, hat dann MS gekriegt und so weiter. Ich habe jetzt beim Nachschauen, ich bin so ein bisschen in meinem Leben am Kram und ein bisschen Ordnung reinschaffen. Die hat formuliert in einem Brief an mich, sie hätte eigentlich 4 Personen nur in ihrem Leben kennengelernt, zu denen sie einen, ich will nicht sagen jetzt intimen Kontakt, denn das bezieht sich sofort wieder auf die sexuelle Komponente, die ist nicht gemeint, sondern diesen inneren Kontakt. Und sie hätte also 4 Personen getroffen und sie zählt sie auf. Das eine bin ich und als ihr Mann, weil wir verheiratet waren. Und das zweite ist eine Ärztin, an die sie sich gehangen hat, eine Schweizerin und so weiter. Und die anderen weiß ich jetzt nicht auswendig. Und sie beschreibt diesen Zustand, in dem ich mich da befinde, wenn ich einer solchen Person, einem solchen Menschen begegne, den beschreibt die in einer Art und Weise, dass ich nicht besser könnte. Und das ist geschrieben um 1960 oder 70 rum, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Das heißt, man hat das Gefühl, man muss es nicht haben. Ich habe jetzt eine Lebensabschnittsbegleiterin, das ist eine Wienerin und die ist in der Schweiz ansässig, weil ihr Mann in die Schweiz geflüchtet ist, der war Jude und sie ist dann mitgegangen, beziehungsweise war schon in der Schweiz. Ich habe diesen Kontakt zu dieser Frau nicht. Das ist alles lieb und nett. Aber es ist nicht dieses, ich sag mal, Einheitsgefühl. Und das Anstreben des Einheitsgefühls, das geht in mein Alter mit 16, 17 Jahren zurück. Und das kann ich auch nachweisen anhand meines Tagebuchs von damals. Also das hat sich in gewisser Weise durch diese Transkommunikation und die Erweiterung davon bis heute bestätigt und gehalten. Das heißt, ich sehe das so als einen durchgehenden roten Faden. Ah ja, natürlich. Ich meine, wir kriegen auch auf Fragen keine vernünftige Antwort. Ich glaube, ich habe das vorhin abgebrochen, als der Dieter danach fragte. Die da drüben sagen, ja, irgendwelche Fremdwesenheiten, also nicht menschliche Wesenheiten, kreuzen bei uns rum. Aber wir haben die größten Schwierigkeiten, uns oder die wechselseitig uns in irgendeiner Art verständlich zu machen. Das funktioniert irgendwie nicht. Die Systeme sind so unterschiedlich strukturiert, dass also eine 1:1 Übersetzung gar nicht möglich ist. Und was übrig bleibt, ist eine große Unbekannte. Und diese große Unbekannte ist mir bei anderen Experimentatoren, auch mit den Mitteilungen von diesen Experimentatoren, die ist mir mehrfach begegnet, also indirekt. Und was die sagen, macht Sinn. In vielen Fällen. Ich habe so eine verrückte Geschichte. Es gibt einen Begriff, den haben wir vorhin nicht angesprochen. In einem Leben können sich Kreise schließen. Nun will ich folgendes Beispiel erzählen. Kreise schließen. Ich habe eine Freundin gehabt, die ich im Krieg kennengelernt als Soldat aus Knittlingen in Schwaben. Und aus dieser Beziehung ist nichts weiter geworden, weil meine Mutter als erzkatholische Frau aus dem Eichsfeld gesagt hat, du wirst mir doch keine evangelische ins Haus bringen. Ich war damals Student, habe kein Pfennig Geld gehabt, habe bei den Eltern gelebt und habe mir überlegt, was soll das werden? Die Sache ist total aussichtslos. Ich kann doch nicht dieses Mädchen in irgendeiner Form an mich binden oder sie sich an mich binden, ohne irgendeinen vernünftigen Hintergrund. Ja, heute machen die Leute alles Mögliche. Die haben beide nichts und sie heiraten oder sie heiraten nicht und setzen Kinder in die Welt, alles durcheinander. Ist egal, heute, aber damals nicht. Das ging nicht. So. Und das ist auseinandergegangen. Die Frau lebte in Knittlingen, das ist bei Vaihingen in der Schweiz. Ich habe Bekannte hier in Niedernhausen. Wir trinken gelegentlich dann einen Wein und er weiß, ich mag also gerne irgendetwas, was milde ist oder meinetwegen sogar süß ist. Die Knochen mag ich nicht. Aber sagt er, komm, lass uns runtergehen. Ich habe da unten einige Flaschen liegen. Such dir eine aus. Ich greife in das Regal. Kriege eine Flasche raus und dieser Wein ist aus Knittlingen. Rechts keine, links keine, alles andere. Die Leute wissen nicht, wo diese Flasche hergekommen ist, wo sie sie haben, ob sie geschenkt gekriegt haben. Aber die haben keine Beziehung darunter. Ist eine Flasche aus Knittlingen. Anderes Beispiel. Ich bin als Soldat in Breslau gewesen, gegen Ende des Krieges, und habe in einer bestimmten Kaserne genächtigt und dann, weil die Kaserne verwanzt war, haben sie uns aufs Feld gezeltet und so weiter. Gegenüber auf der anderen Seite von der Ober
Oder lebte im Alter von damals 10 Jahren meine spätere Frau. Und das genügt mir. Würde man sagen, das ist Zufall? Nein, ich bin auf den Fahrten durch Deutschland als Soldat in Schönebeck an der Elbe gewesen. Und Schönebeck an der Elbe ist der Ort, wohin die Familie aus Schlesien geflüchtet ist. Das sind schon 2 Sachen. Und so geht das reihenweise. Wenn man da mal die Augen aufhält, dann sieht man Beziehungen, wo, wie ich sage, die Kreise sich schließen. Viele, viele Beispiele in meinem Leben. Das bringt mich dazu zu sagen, aha, da ist dieses übergeordnete Feld. Und ohne nun zu sagen, jemand diktiert das, es ist einfach ein Mitschwingen, ich benutze das Wort jetzt nicht gerne, aber eine Resonanz eben, da, ich mache das immer so. Also wir haben eine Struktur und wir haben eine zweite Struktur. Du, das sieht ja aus, als wenn das passen könnte. Sie finden selten oder man findet selten, dass diese Strukturen so aufeinander passen. Aber sie können zum Beispiel so oder so aufeinander passen. Das heißt, Teilstrukturen im Sinne der Mengenlehre sind gemeinsam. Diese Gemeinsamkeit ist von Heim angesprochen worden, denn Heim hat gesagt, die Kommunikation kommt immer dann zustande, wenn die Muster hinreichend ähnlich sind. Das ist natürlich eine Tautologie. Entweder ich sage, die Muster sind hinreichend ähnlich, dann habe ich Kommunikation, oder ich sage, ich gehe von der Kommunikation aus und erkläre die als einen Resonanzeffekt von Mustern. Genau das bringt uns zusammen. Und das Interessante ist wieder eine Aussage, die aus dem sogenannten Jenseits kommt. Die Menschen werden zueinander geführt, um voneinander zu lernen. Das heißt, Erfahrungen auszutauschen, das Weltbild zu verändern. Denn das ist auch so etwas, was ich habe das vorhin übergangen, weil ich denke, dass es auf dem Band also ein bisschen schwierig ist, für einen Außenstehenden zu beobachten oder nachzuvollziehen. Die Leute, die die Kommunikationstheorie aufgebaut haben in Amerika, die haben unwissentlich oder unwillentlich einen Fehler begangen, das lässt sich nachweisen, indem sie statt dem korrekten Wort Datenverarbeitung, was wir ja auch haben, von Informationstheorie gesprochen haben. Und das ist falsch. Ein Signal enthält für den betreffenden Empfänger entweder ein aufgeprägtes Informationspotenzial oder auch nicht. Das heißt also, wenn ich eine Welle hier empfange, wo der Sprecher Chinesisch redet, dann ist da zwar ein Informationspotenzial drin, aber ich kann mit diesem nichts anfangen. Das sind für mich irrelevante Daten. Information bedeutet Folgendes, das ist Weizsäcker, das ist jetzt hier der Dings, der wie heißt der neue da, der Quantenpapst, der sitzt in Wien da, fällt mir gleich ein, ist egal. Information ist der übergeordnete Begriff. Nicht, und die Information entsteht als Änderung der Struktur des Empfängers. Das ist die eigentliche Information oder das ist die Bedeutung von Information. Ich kann überhaupt keine Information übermitteln. Ich kann nur Signale übermitteln. Und diese Signale werden auf der Basis der inneren Struktur des Empfängers aufgenommen, verglichen, automatisch, halbbewusst, unbewusst, ja, oder auch bewusst. Und entweder sie werden aufgenommen oder sie bewirken eine Veränderung des inneren Systems. Aber niemals kann man Informationen übertragen. Das heißt schon, der Begriff informierte Gesellschaft ist eine Lüge. Und es gibt Lügen und verdammte Lügen. Und das ist eine verdammte Lüge. Das gibt es nicht. Die Information entsteht in dir und in mir und in ihm und in ihr. Und in jeder Weise anders. Dieselben Daten kommen an, dieselbe Akustik kommt, dieselbe Wörter. Ja, eventuell noch mit Betonung und so weiter. Das ist alles falsch. Das stimmt alles nicht. Das ist alles Manipulation. Deswegen auch der Begriff Informationsfeld ist natürlich wieder so ein Krückstock. Wie soll man es denn, sollen wir es Datenfeld nennen? Dann denken die Leute wieder an 0 und 1, an lauter Bits und so etwas hier. Ne? Er denkt an lauter Bits. Wie viele Bits sind da drin und wie viel werden da pro Sekunde verarbeitet und lauter so ein Käse da. Entschuldigung. Also das meine ich, ist eigentlich der Hintergrund. Und ich kämpfe auch bis zu einem gewissen Grade damit, das zu formulieren. Also das eine Blatt, was ich da für euch mit bereitgelegt habe, da sind so etwa 20 Punkte drauf. Das ist so ungefähr, ich habe das heute Morgen noch mal überlesen, das ist so ungefähr ein Kondensat aus diesen Meinungen, das in etwa ein Spiegel ist für meine gegenwärtige Einstellung. Ich habe das aber schon 95 geschrieben. Also so wahnsinnig viel hat sich dann nicht mehr geändert. Kleinigkeiten, nicht? Aber nicht im Grunde genommen. Im Grunde genommen relativieren,
alles relativieren, alles hinterfragen und nichts unbesehen glauben. Das geht nicht. Sind Versuche gemacht worden, schon relativ früh in England, in sogenannten Faraday-Käfigen. Das sind also abgeschirmte Räume, in die elektromagnetische Wellen nicht eindringen können. Und die Stimmen sind aufgetreten unter den Augen und im Beisein der Techniker, die als die Spitzenabschirmtechniker vom Geheimdienst, vom Militär und so weiter gegolten haben damals. Diese Leute haben klipp und klar erklärt, in Anführungsstrichen, sie können es eben nicht erklären. Das ist also ein Phänomen, das außerhalb der Physik liegt. Und wie wir die Physik kennen, ist es augenscheinlich auch gar kein energetisches Phänomen. Sonst würde man ja etwa elektromagnetische Wellen oder irgendetwas nachweisen können. Mechanische Schwingungen sind es dann auch nicht. Und man hat unter diesen kontrollierten Bedingungen damals etwa 20, 30 Stimmen aufgenommen. Der Experimentator fragt, in welcher Zeit lebt ihr? Mhm. Antwort, in keiner Zeit, Zeit ist nicht vorhanden. Der Experimentator fragt einen anderen Kommunikator, wo sind Sie? Von wo rufen Sie mich? Antwort, im Sein. Sein ist Erleben, Erleben ist Erfahren, egal wann, wo oder wie es passiert, denn alles passiert jetzt. Sehr schön. Es handelt sich um eine Aufnahme vom Radio und man hört im Hintergrund immer noch den normalen Radiosprecher. Wo sind Sie? Von wo rufen Sie mich? Es ist also etwas Außergewöhnliches oder es ist eine Anomalie. Es gehört eigentlich in den größeren Bereich der Paraphysik hin oder Paranormologie, weil es verstößt gegen gewisse Normen, die wir innerhalb der letzten paar hundert Jahre, wir, also die Menschheit im Westen hier, aufgebaut hat. Und jetzt passiert etwas, was eigentlich gar nicht passieren dürfte. Man sieht also keine Ursache. Das ist die eher wissenschaftliche Komponente oder die technische Komponente. Die zweite ist natürlich die, dass man die Sache menschlich betrachtet, vom Menschheitlichen her. Und da glaube ich persönlich, dass es wichtig ist, es als Hinweis zu nehmen, nicht als Beweis, aber als Hinweis darauf hin, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Und für viele Menschen in jetzt etwa 20 Ländern sind die einfachen Versuche, die da durchgeführt werden, also der Versuch eben, solche Stimmen auf Tonband aufzuzeichnen. Und wenn sie dann etwas bekommen, was man einigermaßen verifizieren kann, was also nicht in den Bereich der Illusionen oder der Halluzinationen fällt, dann muss man sagen, dass viele Leute daraus auch einen Trost entnehmen, wenn sie eine Meldung eines verstorbenen Angehörigen oder eines geliebten Menschen da auf dem Band hören. Also die menschliche Seite trifft eigentlich eins der Grundprobleme unserer Existenz. Wir sind hier, wir wissen nicht, woher wir kommen, wir wissen nicht eigentlich genauer, wohin wir gehen, aber wir können diese Indizien als Stütze nehmen für die Hoffnung, dass das Leben weitergeht.